Herzlich willkommen zu Canisius TV. Herzlich willkommen wieder in den Canisius TV Filmstudio. Sie sehen, bis wir Hollywood erreicht haben, da haben wir noch etwas Arbeit vor uns. Wir können auch mit den Babelsberger Filmstudios nicht mithalten. Aber das ist uns auch gar nicht so wichtig. Das kann ruhig ein bisschen garagenmäßig aussehen, ist es ja auch. Es geht uns vor allem um den Inhalt. Und diese Clipreihe, die dreht sich um die Taufe. Mein Name ist Manfred Hösel, ich bin Jesuit und der Pfarrer an St. Canisius in Berlin-Charlottenburg. Ich bedanke mich einmal mehr bei Martina Schneider und Jasper Kortmann. Martina Schneider arbeitet beim Jesuitenflüchtlingsdienst und sie schneidet die ganzen Videoclips, die ich hier drehe. Wir erlauben uns am Ende einer jeder Sequenz wieder die Kontodaten des Jesuitenflüchtlingsdienstes einzublenden. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Falls Sie sich für die Taufe Ihres Kindes entscheiden, wir möchten Ihnen mit diesen folgenden Clips zeigen, wie eine Taufe abläuft, welche Vorbereitungen getroffen werden könnten oder sollten und was die einzelnen Schritte der Taufe bedeuten. Sie können die Videos gleichsam in einem Rutsch anschauen, runterspulen und haben so einen Überblick über die Taufe und was Sie bei der Vorbereitung der Taufe alles beachten müssen. Sie können aber auch einzelne Sequenzen anschauen, etwa wenn Sie gebeten werden, das Patenamt zu übernehmen. Was muss ich da eigentlich tun? Muss ich da katholisch sein? Geht auch evangelisch? Oder kann ich sogar als Mensch, der nicht in einer der großen Kirchen ist, kann ich auch so das Patenamt übernehmen? Hängt natürlich auch vom Pfarrer ab, bei dem die Taufe stattfindet. Der Ablauf einer Taufe, der ist prinzipiell überall in jeder katholischen Taufe, bei jeder katholischen Taufe gleich, aber es gibt eben Akzente und wir zeigen Ihnen, wie bei uns üblicherweise die Taufe abläuft. Des Weiteren gehen wir bei diesem Taufvideo von Kleinkindertaufen aus. Diese Stola, die haben mir die Kita-Kinder an meiner letzten Stelle zum Abschied geschenkt. Das sind ihre Patschhändchen, die dürfen inzwischen zu großen, ausgewachsenen Händen herangereift sein. Erwachsenentaufen laufen zwar prinzipiell ähnlich ab, werden aber von unseren Nachbarn, den katholischen Glaubensinformationen, professionell durchgeführt. Größere Kinder oder Jugendliche, die sich auf ihre Firmung vorbereiten, die werden am besten im Rahmen ihrer jeweiligen Erstkommunion und Firmkurse getauft. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, wenn da einer oder zwei dabei sind, weil man sich ja meistens an seine Taufe nicht erinnern kann. Zu Beginn dieser Staffel, da haben wir drei eher grundsätzliche Themenkomplexe. Und dann stelle ich Ihnen den Ablauf einer Taufe vor und erkläre Ihnen die einzelnen Module. Gegen Ende kommen dann hoffentlich noch hilfreiche Ergänzungen, was die musikalische oder organisatorische Gestaltung angeht. Und am Schluss einer jeden Einheit gibt es dann einen Gong.